Ich habe ChatGPT nach Challenges und Kartkombi für Mario Kart 8 Deluxe gefragt. Dabei sind einige interessante rausgekommen, die ich jetzt vom meiner Meinung nach leichtesten bis zum schwersten versuchen werde zu schaffen. Sammle 10 Münzen als Glück mit der Schmetterlingskarosserie, Blumenreifen und Wolkenballongleiter. Okay, ist auf jeden Fall eine schöne Reinkommer-Challenge. Aber das wäre natürlich so einfach, deswegen werde ich als Ziel noch Gewinne hinzufügen. Let's go! Oder auch nicht, denn es gibt weder eine Schmetterlingskarosserie noch Blumenreifen. Oder ich bin einfach zu blöd, die zu sehen. Aber da das erste Kart, das man bei Google findet, wenn man Schmetterlingskarosserie eingibt, dieser Fichtenbock ist, nehme ich den jetzt einfach und statt diesen Blumenreifen nehme ich die Animal Crossing Räder, weil da ist zumindest irgendwas mit Pflanze. Passt schon. Den Wolkenballon gab's aber zum Glück. Also jetzt wirklich, let's go! Und natürlich machen wir das Ganze online, weil sonst wäre das ja zu einfach. So, die Leute sind sich ziemlich sicher, welche Map wir hier spielen sollen. Alle für Waluigi's Flipper. Ist auch eine coole Map. Vielleicht sehen wir heute sogar mal eine neue Map. Ich habe mir jetzt dieses DLC da gekauft mit den ganzen neuen Strecken, 8 neue Strecken. Aber habe das noch kein einziges Mal ausprobiert. Ich habe das jetzt schon über einen Monat hier rumliegen und noch nie gespielt. Oh wow, es wird Waluigi's Flipper. Wer hätte denn damit rechnen können? Oh, ist das cute. Guckt euch mal den Toad an in diesem kleinen Mini-Fahrzeug. Oh, das ist richtig süß. Müssen wir mal drauf achten, wie er... Ja, wie er yeah sagt. Toad ist eigentlich ein Süßer. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht spiele. Es ist natürlich jetzt ein leichter Charakter. Wir haben eine leichte Kart-Kombi. Heißt, wir müssen eigentlich relativ viel sliden oder driften, wie das die coolen Leute heutzutage sagen. Und hier am Ende ist natürlich auch mega, mega doof, wenn wir gegen die... Flipperkugel gegen knallen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich habe 2 Monate nichts aufgenommen. Leute, seht mir das nach, dass ich... Die Challenge ist eigentlich genauso wie die letzte Challenge, wo wir Max Geschwindigkeit hatten, ne? Also Max Beschleunigung, nicht Geschwindigkeit. Max Beschleunigung. Und da sind wir auch erster geworden, nach ein paar Versuchen. Und das hier ist gar nicht so anders. Ich verliere meine ganzen Münzen. Ich bin wieder bei Null. Wie soll das gehen, wenn man die ganze Zeit seine Münzen verliert? Letzte Runde, let's go. Jetzt holen wir uns noch 9 Münzen und 5 Leute. 5 Münzen, ne, das kannst du vergessen. Obwohl... Oh, wenn hier noch jemand getroffen wird, von dem haben wir, glaube ich, auch noch eine Münze geklaut. Wenn wir den jetzt noch treffen... Ah, das ist erster, aber ist nicht erster. Aber wenn wir ihn treffen oder er irgendwie getroffen wird, dann können wir auf jeden Fall auf die 10 Münzen kommen. Nein, nein, wieso ist das ein Flipper-Ding? Ach, come on. Okay, nee, das wird nix. Oh, okay, wir kommen zumindest auf... Nicht mehr auf die 10. Doch, hier liegen noch ein paar, also wir sind... Auf jeden Fall haben wir die 10 bekommen und sind ins Ziel gekommen. Damit hätten wir die Challenge von JetGPD geschafft. Wenn wir denn jetzt noch Erster geworden wären, weil das wollte ich ja. Minus 6. Ah, da gucke ich, bin bei 7000 Punkten. Und es wird natürlich das Fragezeichen. Oh, eine neue Strecke. Ach cool, guck mal, der Beetle hinten macht sogar seine Flügel auf, damit man schneller ist. Wie so ein Spoiler. Sehr cool. Das hat er eben nicht gemacht, oder? Ah, ich glaube, weil wir hier in diesem komischen Bereich sind, ne? Ja, genau. Das sind so coole Kleinigkeiten, die mir richtig gut gefallen. Ah, die kenne ich aber. Das ist eine Wii-Strecke, oder? Auf der Wii habe ich das safe schon mal gespielt. Genau, diese Strecke. Sie haben sie wahrscheinlich ein bisschen abgeändert und wir sind gerade erst da, möchte ich nochmal anmerken. Whee! Läuft aber dafür, dass das das erste... Ich hätte den nicht wegschmeißen sollen. Jupp. Dafür, dass ich die Strecke das erste Mal spiele, gar nicht so bad. Wir haben 3 Münzen. Wir kriegen die ganze Zeit nur Pilze, was auch immer man mit Pilzen will, auf einer Regenbogenstrecke. I don't know. Und wir sind wieder bei 0 Münzen, natürlich. Nein, wir haben ja noch 2 Runden. Und fucking Yoshi nimmt mir all meine Münzen weg. Naja, es war ja Weihnachten. Nochmal alles Gute nachträglich. Frohe Weihnachten nachträglich. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so an Weihnachten gemacht habt. Ich hatte ja am 23. jetzt auch Geburtstag, deswegen, da waren wir dann in einem Restaurant, im Rodizio. Da konnte man sich vollfressen, habe ich auch gemacht, sodass sogar mein Magen wehtut. Das war letztes Jahr auch schon so, da musste ich sogar kotzen, weil ich da zu viel gegessen habe. Dieses Jahr hat nur mein Magen wehgetan und ich musste zum Glück nicht kotzen, habe also dazu gelernt eventuell. Wir waren gerade bei 10 Münzen, Leute. Nein, ich verliere schon wieder 3! Da, aber jetzt haben wir das war natürlich mit Absicht, damit wir sehen, wie man hier als Asteroid ist. Ja, aber deswegen haben wir am Weihnachten nicht so viel gemacht, da haben wir dann Pizzarette gegessen. Kennt ihr Pizzarette, Leute? Das habe ich meinen Eltern geschenkt! Nein, und der trifft mich in der Luft, das heißt, es sind wieder 6 Münzen weg! Ich bin wieder bei 0. Das ist ja ein super GAU, wenn du da gleich 6 Münzen auf einmal verlierst. Behindert. Ja, auf jeden Fall Pizzarette geschenkt. Das ist so eine Mischung aus Pizza und Raclette, nur dass du kein Raclette damit machst, sondern so Mini-Pizzen, so Piccolini-Pizzen packst du in so einen Mini-Pizza-Ofen rein. Und dann macht sich jeder kleine Mini-Pizzen. Und das haben wir halt an Heiligabend gemacht, das erste Mal. Musste ich mein Geschenk schon früher verschenken an meine Eltern, aber das ist ja kein Problem. Yes, yes, yes. War auf jeden Fall chillig. Und Geschenke könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich habe zum Beispiel Zelda Totke bekommen, weil ich mir das gewünscht habe. Oder ganz viele Eventkarten für irgendwelche Konzerte oder Musicals etc. Auch ganz cool. Dauert natürlich alles ein bisschen, bis das dann im nächsten Jahr irgendwann alles passiert. Aber dann habe ich schon mal im nächsten Jahr irgendwas zu tun. Das ist doch schon mal toll.
Und ganz, ganz viele Socken. Ich glaube, ich habe 9 Paar Socken oder so bekommen von 3 verschiedenen Leuten. Hä? Und dabei quillt meine Sockenschublade eigentlich schon über. Come on! Aber wir sind wenigstens noch rübergekommen, sonst hätten wir wieder 6 Münzen verloren. Oh, hier liegen 2 Münzen. Okay, wir kommen auf jeden Fall auf die 10 Münzen. Vierter? Vierter. Kriegen wir zumindest Punkte. Ist nicht ganz schlecht. Au. Ach, wie gerne würde ich mit Yoshi auf dem Bärenboliden fahren. Das ist so eine coole Kombi. Aber nein, ich muss mit meinem Beetle fahren, obwohl der echt süß ist. Und ich glaube, diese Map ist wirklich die ganze Zeit nur driften, oder? Und auch immer so kleine Drifts. Da hätten wir natürlich einen Mega-Vorteil mit unserer komischen Kombi. So, schon mal erster. Die Musik hier ist auch richtig. Nein, cool. Und ich fahre natürlich gegen Stuttgart 21, gegen die Baustelle. War ja klar. So ein Boomer. Witz, what the fuck. Aber eine Sache habe ich noch vergessen, die ich geschenkt bekommen habe. Also ich habe sowieso noch mehr geschenkt bekommen, auch Kleidung und sowas. Aber eine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen wollte. Ein Buch, das mir der Didel, sogar mal richtig ausgesprochen, empfohlen hat. Das Kind in dir muss Heimat finden, heißt das. Das ist so ein Selbstverbesserungsbuch, glaube ich. Also wie man mit sich selber zufriedener wird, muss ich nur mal irgendwann die Zeit und Muße und Lust finden, das anzufangen. Aber so das Titelbild und das Endbild sah schon mal ganz vielversprechend aus. Und ich habe das Geschenk bekommen, obwohl mir gesagt wurde, ne, dieses Jahr schenken wir dir keine Bücher. Du wünschst dir jedes Jahr Bücher, dieses Jahr bekommst du keine, weil du die nie liest. Und das stimmt auch mehr oder weniger. Ich gucke dann immer mal so rein, lese ein Drittel und dann verstaubt es. Aber ich habe es trotzdem bekommen. Da bin ich sehr froh drüber. Vielleicht... Ah, da kommt der blaue. Bäm, tot. Aber egal, ich bin sofort wieder auf 10 Münzen. Okay, nice. Die rote haben wir auch abgewehrt. Wir sind Erster, wir haben 10 Münzen. Wir haben eine sehr gute... Lol. Chance, habt ihr gesehen? Da vorne waren andere Spieler. Man kommt sich einfach mit den anderen Spielern in die Quere, die hinter einem sind. Wie witzig ist das denn? Das ist mir noch nie aufgefallen mit dieser Strecke. Da kommt schon wieder ein Blauer. Willst du mich komplett verarschen? So schnell hintereinander 2 Blaue? Wieder 6 Münzen weg. GG. Ich werde auch gleich überholt. Knall natürlich noch gegen die Bande hier. Richtig toll. Und der hat noch einen roten. Natürlich, ja. Ach man, genau in der letzten Runde kommt da 2 Blaue an. Wie hoch ist die Chance, dass 2 Blaue so schnell hintereinander kommen? Ja, kannst du vergessen. Ich komme doch nicht auf 10 Münzen wieder. Alter, der dritte Blaue. Ich wurde von 3 Blauen getroffen. Ich war nicht mal Erster und werde nochmal von den Blauen getroffen. Kein anderer wurde von Blauen getroffen. Nur ich, 3-mal. Aber wenigstens Punkte. Okay, die Chance steht gut, dass wir noch eine neue Strecke sehen. Und wir bekommen sie nicht. Wir bekommen Delfinlagune. Da habe ich ja mein letztes Short zugemacht. Da kann man einen Extended Bullet Bill machen. Wäre ja vielleicht eine Idee. Ein bisschen nach hinten fallen lassen, einen Bullet Bill bekommen. Dann bei dem Extended Bullet Bill Point das einsetzen. Und dann Erster werden und das nach Hause fahren. Der Extended Bullet Bill Point ist leider bei dieser Strecke ziemlich am Anfang, hier in der ersten Kurve nämlich. Heißt, das bringt nicht so viel. Aber ich kann euch das mal sagen. Ihr könnt hier den Bullet Bill zünden und der würde dann 12 Sekunden lang laufen. Ich sage euch gleich, bis wann er läuft. Also jetzt die ganze Zeit, la la la, ich bin der Bullet Bill. Ich düse hier die ganze Zeit lang und zwar auch gegen die Bande, weil ich ein dummer Tod bin. Da, 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 da. Hier fliegt er auch noch rüber. Das extendet den nämlich, dass er hier rüberfliegt, weil er nicht über dem Abgrund liegen lässt. Und hier lässt er erst einen wieder raus. Diese ganze Strecke von der ersten Kurve bis hier zu diesem Aal. Das ist richtig krass. Das ist quasi, ja, Hälfte der Strecke auf jeden Fall. Ist schon nicht schlecht. Naja, ich kann nur Frontrun, deswegen versuche ich Frontrunning und gar nicht erst irgendwas Komisches mit dem Bullet Bill zu machen. Dafür müsste ich vor allem mich, weiß ich nicht, auf dem 7. oder 8. Platz zurückschmeißen lassen. Habe ich beide getroffen? Ah, okay, das war Karma. Treffe ich noch einen? Nee. Aber ich glaube, ich habe beide getroffen mit der Feuerblume. Ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Ich spiele sehr viel Volleyball in letzter Zeit, sogar mit Punktspielen, die wir bisher alle verloren haben, weil wir noch kein richtiges Team sind. Das war eher so eine Schnapsidee. Ach ja, lass mal Punktspiele machen gegen die Umgebung hier. Bisher alles verloren. Hinrunde ist jetzt vorbei. Nächstes Jahr dann bis Sommer noch die Rückrunde. Aber es waren einige Teams dabei, die man schlagen konnte. Also ich werde euch fröhlich berichten, wenn ich irgendwann mal im Volleyball auch ein Match gewinnen sollte. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Volleyball ist mega cool. Vor allem, weil man da so viele Sachen hat, die man einfach verbessern kann. Das ist so technisch mit dem Angriff, mit dem Verteidigen, wie du die Bälle annimmst. Hä? Okay, danke, roter Panzer, dass du mich nicht treffen wolltest, I guess. Oh, guck mal, was für ein... Alter, okay, das kann was werden. Guck mal, was wir für einen Vorsprung haben. Ich glaube, wir werden tatsächlich Erster. Okay, da kommt noch eine rote. Wir können noch einen roten abwehren. Wir haben aber 10 Münzen, da kommt noch ein blauer. Und wir sind Erster. Easy. Die wievielte Map war das? Die blaue hat mich trotzdem noch getroffen. Vierte, fünfte? Ich hätte jetzt hier auch so lange noch weitergemacht, bis wir das geschafft haben. Keine Sorge, die nächsten Challenges werden natürlich auch ein bisschen schwieriger werden. Das war jetzt die einfachste, die ich mir da rausgesucht habe. Da sind noch schwierigere dabei. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!